Zusammen und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute wurde ich von der lieben Family for Life zu einer Dies oder Das Challenge nominiert. Es geht einfach darum, ganz kurz irgendwelche Fragen zu beantworten, halt dies oder das, jenes oder welches. Und ich muss wiederum drei neue Leute nominieren. Das werde ich am Ende tun, werde das in der Infobox verlinken und freue mich natürlich, wenn ihr auch mitmacht. Los geht's! So, die erste Frage. Laptop oder Computer? Laptop. Wobei ich eigentlich fast alles mit dem Handy mache. Aber ich würde mich jetzt für den Laptop entscheiden. Zweite Frage wäre, McDonald's oder Burger King? Burger King. Geht beides eigentlich gar nicht, aber Burger King geht noch eher als McDonald's. Dritte Frage. Deo-Roller oder Deo-Spray? Deo-Spray auf jeden Fall, weil Deo-Roller finde ich eklig. Und Deo-Sprays riechen auch irgendwie immer leckerer. Nächste Frage. Äpfel oder Erdbeeren? Erdbeeren. Kurz und knapp. Katze oder Hund? Hund auf jeden Fall. Haben wir auch einen, ne? Blond oder braun? Im Moment blond. Manchmal aber auch braun. Süßes Essen oder eher herzhaftes Essen? Eigentlich erst herzhaftes und dann süßes und dann wieder herzhaftes und dann süßes. Also alles. Wenn ich mich entscheiden muss, ich glaube herzhaft. Ja. Okay, nächste Frage. Lego oder Playmobil? Also bei meinem Sohn, weiß ich gar nicht, beides interessant. Also damals auf jeden Fall eher Playmobil bei mir. Ja. Nike oder Adidas? Nike. iPhone oder Samsung? iPhone, forever. I never my heart. Party oder chillen? Chillen. Okay. Nächste Frage wird schwer. Subway oder KFC? Beides nicht. Ja. Aber wenn schon eher KFC. Links oder Rechtshänder? Rechts. Händer, Rechtshänder. Okay. Cola oder Fanta? Fanta. Horror oder Liebesfilm? Liebesfilm auf jeden Fall. Ja, die nächste Frage ist auch wieder schwer. Nintendo oder PlayStation? Früher auf jeden Fall Nintendo. Jetzt gar nichts. Wir sind keine Zocker. Canon oder Nikon? Ich liebäugel mit einer Canon. Aber es wird wohl noch ein bisschen hin. Aber vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Bald ist Weihnachten. Gucken wir mal. Kino oder DVD? Kino. Ich liebe Kino. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten. Zocken oder Skaten? Oh Gott. Also wenn man es darauf bezieht, ob man drin zockt oder draußen irgendwas macht, auf jeden Fall draußen irgendwas machen. Wobei Skaten würde ich nicht einen Meter weit kommen. Nächste Frage. Nacht oder Tag? Tag. Beziehung oder Single? Beziehung. Disney oder Looney Tunes? Disney! Oh Gott! Auf jeden Fall Disney. Apple oder Microsoft? Apple. Nächste Frage hat sich eigentlich erübrigt. Baden oder Duschen? Baden. Auf jeden Fall. Jetzt kommt die Frage, die müsste eigentlich für unseren Sohn sein. Batman oder Spider-Man? Batman, natürlich. Auf jedem T-Shirt. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Starbucks. Gestylte Haare oder Mütze? Meine Haare stylen sich ja selber, wie ihr seht. Machen die einfach so von alleine. Manga oder Comics? Beides eigentlich nicht, aber ich würde eher zu Comics tendieren, wobei ich das letzte im Französischunterricht damals in der Schule lesen musste. Und die letzte Frage erübrigt sich eigentlich auch. YouTube oder Fernsehen? YouTube! Ich brauche Konfetti. Konfetti. Ich brauche Konfetti. Hier, ich schmeiß mit Glitzer. YouTube ist so toll, Leute. Das ist wirklich richtig schön. Fernsehen, ich weiß nicht. Also bei Sky kommen schon mal ganz coole Sachen, aber... Oh, YouTube, du kannst dir einfach aussuchen, was du gucken möchtest. Und ich habe so meine Lieblingskanäle und bin, oh, ich freue mich immer so, wenn neue Videos kommen. Und ich liebe diesen Austausch. Und das macht einfach super viel Spaß. Vielen Dank an meinen Mann fürs Fragen stellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kurz und knackig wollte ich es halten, damit es nicht so lange wird. Ja, vielleicht habt ihr so einen kleinen Eindruck von mir bekommen. Und ich freue mich einfach aufs nächste Video.
Vergesst bitte nicht, mein Abonnent zu werden, wenn ihr es noch nicht seid. mir einen Daumen nach oben da zu lassen und natürlich reichlich zu kommentieren, wie ihr das immer so schön macht. Und dann freue ich mich und sage bis zum nächsten Video. Tschüss und bis dahin, eure Laura.